Wir sind hier in der Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall in Süddeutschland. Wir sind die älteste Molkerei in Deutschland. Wir sind exakt 140 Jahre alt. Und wir verarbeiten hier die Milch unserer Bauern, rund 1,1 Millionen Liter am Tag, zu verschiedensten Produkten. Die Milch erhalten wir von unseren Mitgliedsbetrieben in einem Radius von rund 150 Kilometer hier um die Molkerei herum. Und die Milch wird hier zentral verarbeitet. Also die Hohenloher Molkerei ist an uns herangetreten und wollte einen bestehenden Ventilknoten durch einen neuen ersetzen. Der Ventilknoten hatte eine zentrale Position in der Produktion, ist sehr groß mit über 230 Ventilen und damit war es eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Der Ventilknoten ist ausschlaggebend für die Wegstellung aus dem Tanklager hin zu unserer Abfüllmaschine, dass wir jeden Weg so stellen können, wie wir ihn gerade brauchen. Wir haben uns für die iolink-Technologie von IFM entschieden, weil es das modernste System ist. Zusammen mit den Sinktop-Ventilköpfen, die sehr intelligent sind, konnte eine dezentrale Installation umgesetzt werden, was zahlreiche Vorteile hatte. Zum einen, dass wir sehr kurze Reaktionszeiten hatten bei den Schaltvorgängen der Ventile und damit verbunden war die Einsparung von Druckluft und die Einsparung von Ressourcen, letztendlich auch Betriebskosten. Und auch die Zusammenarbeit mit IFM ist sehr, sehr positiv verlaufen. Die großen Vorteile bei iolink sind einfach die Fehlerauswertungen. Man kann jedes Ventil separat aufrufen. Das macht das Ganze auch für uns in der Produktion sehr attraktiv, dass wir, wenn ein Problem vorliegt, dass wir es relativ schnell und auch zeitnah auswerten können. Diese Sinktop-Systeme besitzen halt den Vorteil, dass alles auf dem Ventil aufgesetzt ist und demzufolge natürlich wesentlich weniger Raum beansprucht werden muss. Wir sind seit vielen, vielen Jahren mit der Firma Tetra Pak sehr zufrieden. Und die Abfolge und die Projektierung und die Umsetzung letztendlich in der Produktion funktioniert mit diesem Unternehmen am besten. Die Zusammenarbeit mit IFM besteht seit Jahrzehnten. Also 50 Jahre sind es ganz sicher. Und hier ist vor allen Dingen eben auch der persönliche Kontakt in den Vordergrund zu stellen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IFM.